Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Runde Mass Effect 1. Ich wollte mal gerade das ausprobieren. Oh, Codex-Eintrag. Wir sind jetzt hier auf von Ferros, ja, haben wir endlich durch. Und hängen auf an Normandy nun ab. Aber wir haben ja noch einen Planet, den wir erforschen müssen. Den wir am Anfang als... Gut, ja, das Timing, Commander. Oh. Wir kriegen gerade eine Übertragung von der Zitadell rein. Höchste Dringlichkeitsstufe. Von wem? Ist sie vom Botschafter? Das ist nicht seine Signatur. Ich denke, sie kommt vom Rat. Ich übertrage sie an den Kommunikationsraum. Alles klar, dann gehen wir nochmal da rein. Ja, wir haben ja noch einen Planeten quasi vorbereitet bekommen. Tja, wollen wir gleich mal zu dem reisen. Aber erstmal hören wir uns mal die wichtige Nachricht an. Commander Shepard, wir haben Informationen, die für die Mission gegen Saren von größter Bedeutung sein könnten. Okay, gut. Ich kann jede Hilfe gebrauchen. Wir haben eine Notmeldung von einer unserer Infiltrationseinheiten in der Traverse bekommen. Infiltrationseinheiten? Sie meinen Spione. Spectres lenken viel Aufmerksamkeit auf sich, Commander. Aber sie sind nur ein Teil unserer Abwehrmechanismen. Oft sind die Sondereinheiten die bessere Option bei der Beurteilung von besonderen Situationen. Okay. Zurzeit haben wir mehrere Infiltrationseinheiten an den Grenzbereichen des Citadel-Sektors eingesetzt. Diese erwähnte Einheit sollte Informationen über Saren liefern. Klingt dingrig, alles klar. Welche Informationen? Leider war die Übertragung nicht besonders deutlich. Das Infiltrationsteam muss in einer Situation gewesen sein, die es nicht erlaubt hat, ordnungsgemäße interstellare Kommunikationsmittel zu nutzen. Aber die Nachricht wurde auf einem Kanal gesendet, der für besonders wichtige Missionsinformationen reserviert war. Was immer sie uns mitteilen wollten, es muss etwas Wichtiges gewesen sein. Alles klar. Sie sind auf der Suche nach Saren. Vielleicht wollen sie diese Sache näher untersuchen. Finden sie heraus, was mit unserem Team geschehen ist. Das Signal kam vom Planeten Würmeier. Würmeier, alles klar, danke für die Info. Ich kümmere mich darum. Der Rat mischt sich im Allgemeinen nicht in die Aktivitäten des Spectres ein. Wir wollten ihnen nur alle Optionen zukommen lassen. Dazu zählt auch Würmeier. Das Viel ist super. Glück, Commander Shepard. Wir werden sie wissen lassen, wenn wir Neuigkeiten haben. Alles klar, danke. Ist doch, ich finde es klasse, dass die uns die Informationen zugesteckt haben. Wenn wir da hingeflogen wären, irgendwann früher oder später, na, hätten wir einfach gesucht. So wissen wir schon mal, zum Beispiel schon mal, was Sache ist. Okay, Würmeier, alles klar. Galaxie der Karte öffnen. Aber wir haben immer noch einen anderen Planeten, der es auch wert ist, untersucht zu werden. Ich werde mal hier rauszoomen. Weiter. So, und zwar Noveria. Genau, so hieß der. Da ist auch noch was gewesen. Reisen. So. Pax. Noveria. Was haben wir da eigentlich noch? Strenus. Aha. Okay. Reisen. Jo. Wollen wir mal wieder einen Sprung machen. Und schön Ferros verlassen. Ferros haben wir schön frei gemacht wieder. Herrlich. Es sind aber auch Gebäude, ne? Wie hoch, Alter? Ich meine, zieh euch mal rein. Das sind doch Wolken da, oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Naja, mal sehen. Commander, wir empfangen eine wichtige Nachricht des Allianzkommandos. Ich stelle sie durch. Alles klar. Shepard, hier spricht Admiral Hackett vom Allianzkommando. Oh. Wir haben hier ein Problem und nur Sie können sich darum kümmern. Was kann ich tun? Was soll ich für Sie tun, Admiral? Es gibt einen Allianz-Ausbildungsstützpunkt, an dem wir Waffen und Technologie in realen Situationen testen. Eines der VI-Module, mit denen wir feindliche Taktiken simulieren, reagiert nicht mehr auf unsere Abschaltbefehle. Es ist durchgedreht. Wurde jemand verletzt? Wie viele Todesopfer gibt es bisher? Bevor wir erkannten, was dort vor sich ging, wurden 17 Marines bei der Simulation getötet. Darum haben wir Sie kontaktiert. Alles klar. Die Unterstützung durch virtuelle Intelligenz ist für unseren militärischen Erfolg unerlässlich. Sie bearbeiten tausende Statusberichte und können in Nanosekunden reagieren, schneller als jeder Mensch. Aber so fortschrittlich Sie in militärischer Strategie auch sein mögen, so ist es immer noch eine VI. Sie hat kein Selbstbewusstsein und ist an kein Netzwerk angeschlossen. Und da kommen Sie ins Spiel. Sie müssen sich bis zum Kern der VI durchschlagen und sie manuell deaktivieren. Ist das die einzige Option? Können Sie sie nicht aus der Ferne deaktivieren? Unsere Notfallsysteme reagieren nicht. Die VI operiert in einem geschlossenen Netzwerk. Sie kann nicht auf externe Systeme zugreifen, aber wir haben auch keinen direkten Zugriff auf ihre Prozesse. Wir könnten sie vom Orbit aus bombardieren, aber Schäden an der Anlage wären katastrophal. Daher wäre es uns lieber, wenn jemand den Kern herunterfährt. Jemand wie Sie.
Mir ist klar, dass Spectres dem Rat unterstehen, aber sie sind immer noch ein Mensch. Sie gehören zum Allianzmilitär und jetzt brauchen wir sie. Die VI kontrolliert alle Waffen, Drohnen und automatischen Verteidigungssysteme der Anlage. Sie sind der Einzige, der das schaffen kann, Shepard. Viel Glück. Okay. Dankeschön. Alles klar, das erwartet uns also auf Noveria. Ein harter Fight. Noveria ist ein vergleichsweise kleiner Eisplanet, der nach normalen Standards als nicht bewohnbar gilt. Der Planet untersteht der privaten Administration der Noveria Development Corporation, die dort Labore für Experimente verpachtet. Aha, okay, die vermieten also Büros, die aufgrund ihrer Gefährlichkeit an keinem anderen Ort durchgeführt werden dürfen. Durch diese außergewöhnliche Situation ist Noveria immer wieder Mittelpunkt wilder Gerüchte und konspirativer Theorien. Gründungsjahr der Kolonie 2163, Bevölkerung, obwohl da wohnen 361.400 Leute, das ist doch schon ein bisschen was. Hauptstadt Raumhafen Hansa, Orbitdistanz 0,9 AE. Keine Ahnung, was das heißt. Radius 5.656 Kilometer, Tageslänge 52 Erdstunden, oh, das ist ein langer Tag. Atmosphärendruck 0,87 ATM. Oberflächentemperatur minus 1 Grad, das ist schon ein kalter Planet, obwohl haben sie auch gesagt Eisplanet, ne? Ja. Für die sagt das auch der Name schon. Oh, Dutch. Landekontrolle, okay, da kommt die hier ist die SSV Normandy. Bitten um Landeerlaubnis. Normandy, Ihre Ankunft ist nicht geplant. Unsere Verteidigungssysteme sind aktiviert und auf Sie gerichtet. Nennen Sie uns den Grund Ihrer Ankunft. Eine Zitadellmission. Wir haben einen Spectre an Bord. Landeerlaubnis erteilt, Normandy. Tja. Kaum haben wir einen Spectre. Bitte richten Sie sich darauf ein, dass wir nach der Landung Ihre Identifikation kontrollieren werden. Wenn diese Identifikation nicht autorisiert ist, werden wir Ihr Schiff beschlagnahmen. Sehr gastfreundlich. Hier werde ich meinen nächsten Urlaub verbringen. Okay, Joker. Ob das wirklich die schlauste Idee ist, weiß ich nicht. Aber die Leute sind auch nicht gerade glücklich darüber, dass wir hier sind. Ich kann gar nicht verstehen, wieso nicht. Hallo? Die sind doch voll freundlich und so. Dann haben wir noch was gelernt. Alles klar. Dann wollen wir mal reingehen nach Noveria. Ja, wie machen wir mal unsere Gruppe? Ashley Williams ist ja schon echt eine Bereicherung. Und Garrus ist voll down momentan irgendwie. Kaiden Alenko. Ja, ich würde den so gerne mitnehmen, aber irgendwie ist der auch so... Ja, ich weiß nicht, ey. Kaiden Alenko. Liara Tissoni. Erdnord Rex. Garrus the Vakarian. Und Talizoa Nawaya. Komm, wir nehmen mal Talizoa mit. Ganz ehrlich, was soll's? Kommt. Jupp. Oha. Das ist eine schlaue Entscheidung. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Alles klar. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Alles klärchen. So, was wir mal kurz machen müssen? Squad. Oh, wir haben 10 Punkte zu vergeben. Sturmgewehr machen wir mal eins. Kampf. Erste Hilfe, okay. Kampfpanzerung. Sturmangriffsringe ist. Soldat. Pass auf, da machen wir mal noch einen. Haben wir gleich ein bisschen Power. Spectre Training. Erste Hilfe mache ich nochmal ein. Sturmangriffstraining. So. Dann haben wir sie. Sturmgewehr. Präzisionsgewehr freigeschaltet. Pistole. So, da habe ich gleich mehr gemacht. Egal. Erste Hilfe. Sturmangriffstraining machen wir auch ein. Fitness machen wir ein. Soldat machen wir ein. Wir brauchen unbedingt Leben mit denen. Ah, und da haben wir jetzt 42. Da machen wir mal ein bisschen ausgewogen. Dämpfung. Dechiffrierung. Hier haben wir mal voll rein. Bessert Schildtechnik und sowas. Schaltet gegnerische Tech- und Biotikfertigkeiten aus, okay. Elektronik, ja. Basispanzerung. Erste Hilfe. So. Pistole. Hat die nur Pistole, oder was? Das hat sie auch wenigstens Schrotflinte. Machen wir ein bisschen. Machen wir nochmal Basispanzerung. Und
Dechiffrierung machen wir nochmal ein. So. Stufe 22 sind wir schon. Aha. Alles klärchen. Gut. Na, wollen wir nochmal weitergehen. Oh, da hinten ist eine dicke Kontrolle. Ach so. Ausrüstung. Wenn wir schon mal dabei sind. Sturmgewehr. Übertragen. Jupp. So. Nächste Waffe. Lohnt sich nicht. Pistole. Lohnt sich. Nicht. Nicht. Menschenrüstung. Phönix. Ja, die ist auf jeden Fall besser. Ja, alle Upgrades, installierten Upgrades übertragen. Okay. Dann nehmen wir sie. Die sind nicht besser, die Dinger. Nee, okay. Gewehr. Alter! Sturmgewehr. Thunder 247. Haben wir das nicht? Doch, das können wir auch haben. So, übertragen, ja. Das wollen wir. Aber sowas von wollen wir das. Oh mein Gott, hätte ich hier gerade fast das derbe Gewehr gegeben hier. Sie kriegt Avenger. Schrotflinte ist nichts besser. Pistole. Geben wir ihr Stinger 2. Hier hat sie schon. Kampfpanzerung können wir nicht. Okay, und jetzt kommt sie. Tali Sauer. So, erstmal Sturmgewehr. Geben wir ihr das hier. Schrotflinte. Hier ist 115. Hitzelimit. Okay, machen wir trotzdem. Hurricane. Pistole. Da geben wir ihr nochmal Edge 3. Hier geben wir ihr Hammer 1. Blue Wire, was anderes haben wir auch nicht. Und Kampfpanzerung haben wir für sie nichts anderes in der Gruppe, nee. So, jetzt will ich aber einmal nochmal schnell unseren Anzug. Kampfpanzerung, okay. Nee, das wollte ich gar nicht. Bestätigung und Ende einfach. Warum ist unsere Panzerung jetzt so schlecht? Wenn ich gerade eine viel bessere? Bin ich jetzt bescheuert oder was? Hm. So, plus 30% Waffenwirkung. Hammermunition, auch Creech-Projektile genannt, verflacht sich beim Aufprall, wodurch die physische Kraft erhöht wird, die auf den Ziel einwirkt. Plus 30% Waffenwirkung. Ja, okay, komm, das lassen wir einfach so, wie es ist hier. Komm. So, wir gehen weiter. Dickes neues Gewehr hier. Wollen wir mal gucken. Alter. Ja, da können wir aber gut eine Runde rumbratzen. Okay, packen wir mal weg. Wir sind ja friedlich hier. Ne, oder weniger zumindest. Oh, und da ist das Empfangskomitee. Maeko. Das ist bald genug. Wir werden kooperieren. Wir sind nicht hier, um Probleme zu machen. Nee, nee. Ihr Eintreffen wurde nicht angekündigt. Ich brauche Ihre Papiere. Der Rat schickt mich. Ich bin Inspektor. Mein Name ist Shepard. Blödsinn, Ma'am. Wir müssen das überprüfen. Sie sollten wissen, dass Schusswaffen auf Noveria nicht gestattet sind. Sichern Sie Ihre Waffen, Sergeant Sterling. Ich glaube nicht. Zurück mit Ihnen. Ganz ruhig und langsam. Wir werden kooperieren. Ganz ruhig. Ihre Station, Ihre Regeln. Bin direkt hinter Ihnen. Ist die Panzerung in gutem Zustand? Captain Matsuo, halten Sie sich zurück. Wir haben Ihre Identität bestätigt. Spectre sind autorisiert, hier Waffen zu tragen. Captain. Ja. Sie können passieren, Spectre. Hoffentlich verläuft der Rest Ihres Aufenthalts ruhiger. Na, wir haben den Stress nicht gemacht. Wartet oben auf Sie. Benehmen Sie sich. Alter, du bist auch ein bisschen krass drauf, ne? Kaira Sterling. Bist du die Schwester von Lindsay? Wenn ja, grüß sie mal von mir. Mach coole Musik. So, und Rainer. Ach du meine Güte, hier erwartet uns doch wieder nur Terz, oder? 100 pro erwartet uns hier Terz. So unfreundlich, wie die schon sind, haben die was zu verbergen. Waffendetektoren. Ignorieren Sie den Alarm. Okay. Ich bin Gianna Parasini, Administrator Anoles Assistentin. Okay. Wir entschuldigen uns für den Zwischenfall an der Andockbucht. Danke fürs Durchschleusen. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen. Gern geschehen.
Ihnen sollte klar sein, dass unsere Sicherheitschefin nur ihre Arbeit gemacht hat. Zu meinen Pflichten gehört die Einweisung von Neuankömmlingen. Haben Sie irgendwelche Fragen? Warum sind hier so viele Wachen? Das ist ziemlich viel Sicherheit für so einen kleinen Raumhafen. Oh ja. Die Direktoren tun alles, was in ihrer Macht steht, um die Unternehmen unserer Klienten zu schützen. Ich werde vielleicht lästig. Meine Untersuchungen dürfen nicht gestört werden. Sehen Sie sich vor, sonst begraben die Direktoren Sie unter Anklagen. Dann werden Sie einen Asari-Anwalt brauchen. Okay, ich hörte hier, während geht. Ist hier vor kurzem etwas Ungewöhnliches passiert? Etwas Ungewöhnliches? Eine Asari-Matriarchin kam vor einigen Tagen vorbei. Lady Benesia. Ah. Sarens Stellvertreterin. Ist sie hier? Ich muss mit ihr reden. Kann ich mit ihr reden? Benesia reiste vor einigen Tagen zum Komplex auf Gipfel 15. Soweit ich weiß, ist sie immer noch dort. Ich brauche die Koordinaten. Können Sie mir sagen, wie ich da hinkomme? Sie brauchen Administrator Anoleis Freigabe, um den Raumhafen verlassen zu können. Wo ist Anolei? Wo finde ich den Administrator? Sein Büro ist auf der Hauptebene. Oben, links, neben dem Fahrstuhl. Okay. Verstanden. Können wir jetzt reingehen? Natürlich. Kommen Sie zu mir ins Büro des Administrators, wenn Sie Hilfe brauchen. Alles klar. Commander, vielleicht sollten wir Liara sagen, dass ihre Mutter hier ist. Oder sie mitnehmen. Das könnte Benesia überraschen. Das stimmt. Eigentlich wäre das eine gute Idee. Der Reiz des Winters lässt schnell nach. Dann sollten wir mal kurz wechseln und Liara holen. Können wir die Gruppe eigentlich so wechseln? Squad. Nee. Dafür müssen wir wahrscheinlich wirklich dann zurück. Okay, machen wir das mal eben. Ich heb mal nur unsere Waffe. Achso, ich dachte, jetzt kann er schneller laufen, aber tut er nicht. Schade, okay. Ja, wechseln wir mal eben. Holen wir mal kurz... Ach nee, da ist der richtige Weg. Holen wir mal kurz... Liara Tissoni zu uns in die Gruppe. Jetzt haben wir Tali Sauer. Norman, die betreten. Alles klärchen. Mach mal auf das Ding, Joker. Bereithalten. Geht das wieder los, ne? Dekontamination. Hä, nochmal. 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 Und ich laufe nochmal durchs Licht. Und 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 oh, nochmal schaffe ich nicht. So, jetzt sind wir wieder an Bord. Und dann werden wir. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Normandy verlassen. So. Ashley Williams. Liara Tissoni. Squad annehmen. Jo. Nehmen wir sie mal mit. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Gut, was natürlich aber auch bedeutet... Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Wir müssen sie jetzt auch mal wieder ein bisschen pushen. So, werfen. Keine Ahnung, was das ist, aber Warp, das scheinen wohl ihre Attacken zu sein. Ach ja, sie ist ja Biotikerin und sowas. Barriere. So, Stase. Können wir mal ein bisschen machen? Ah, das, was die Asari bei uns vorhin gemacht hat. So, erste Hilfe, ballern wir mal voll durch. Elektronik. Asari-Wissenschaftler. Keine Ahnung, wird schon seinen Sinn haben. So, ich versuche mal so viele Zusatzsachen für uns wie möglich gerade rauszuholen. So, heben. Hier haben wir noch eins. So. Singularität ist das nächste dann, was wir machen könnten. Rückgängig machen? Nö. Ausrüstung. Müssen wir natürlich jetzt nochmal bei ihr checken. So, Launcher. Jetzt haben wir natürlich den anderen die ganzen Waffen gegeben, ne? Shit. Okay, Schaden machen wir mal hier. So, nein. So. Hier haben wir nichts für sie. Hier leider auch nicht. Oh, warte mal. Hammer 1, Präzisionsgewehr. Das geben wir ihr. Das ist leider so, wie es ist. Können wir auch nichts. Und rüstungsmäßig... Können wir ihr da auch nichts Neues verpassen? Nee. Okay. So. Muss sie so mit. Alles klar. Jetzt können wir wieder dahin. Dann wollen wir mal gucken. Achso, können wir ihr was sagen? Können wir mit ihr sprechen? Hallo? Das ist ja wieder Winter bei uns zu Hause. Das war Ashley Williams, nicht Tali Sauer? Je schneller wir von diesem Kühlschrank verschwinden, desto besser. Ja, Liara, da hast du recht. Aber deine Mama ist hier. Ja, und die macht Herz.
Richtig, Terz. Und darum müssen wir ja auch ein bisschen was, ja, Unschönes mitteilen. Knack, ich würde dich so gerne erschießen, bitte, Kuh, ey. Dafür, dass du so frech zu uns warst. Dabei sind wir ein Spectre. Du hast überhaupt nicht frech zu uns zu sein. So, was hat er hier zu melden? Gar nichts, alles klar. So, da ist der Fahrstuhl. Gut, den schnappen wir uns Willkommen mal. Im Hanshan-Raumhafen, hallo. Dem angesehensten Ort der Galaxis für unabhängige wissenschaftliche Forschung und Entwicklung. Alles klar. Zu ihrer eigenen Sicherheit und um die Privatsphäre anderer zu schützen, haben sie allen Anweisungen des Sicherheitspersonals Folge zu leisten. Jo. Wenn sie noch Fragen oder Bedenken haben, so stehen ihnen unsere freundlichen Verwaltungsangestellten jederzeit zur Verfügung. Vielen Dank und einen angenehmen Aufenthalt. Also freundlich haben wir noch nicht wirklich kennengelernt, ja? Damit das schon mal klar ist. Händler Uphold, sprechen. Diese Person grüßt Sie. Sie sind der Spectre, der den Hanshan-Raumhafen besucht. Sie haben schon gehört? Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. In der Tat, werter Spectre, Ihre Ankunft hat bei den Firmen hier nicht für Freude gesorgt. Aha. Diese Person trägt eine Last, die Sie erleichtern könnten. Wenn wir uns einigen, würde diese sie auch entschädigen. Diese Person hat für einen Kunden einen besonderen Gegenstand besorgt, der auf der Station allerdings verboten ist. Aber Sie könnten ihn durch den Zoll bringen. Ich soll also schmuggeln? Sie wollen meinen Status für einen Schmuggel ausnutzen. Das ist nicht inkorrekt. Nein, das klingt nicht gut. Ich soll das Gesetz aufrecht erhalten, nicht brechen. Diese Person versteht. Das Angebot bleibt bestehen. Dieser kann wirklich Hilfe gebrauchen. Ich will einkaufen. Kann ich jetzt etwas kaufen? Natürlich. Verzeihung, falls diese Person Sie belästigt haben sollte. Upgrades anzeigen. Okay. Was haben wir denn da? Granaten-Upgrade? Munitions-Upgrade? Dieses Projekt... Giftscham, Pluscham, Granaten-Upgrade? Nee, das ist nichts für uns. Haben Sie über die Bitte von dieser Person nachgedacht? Ich will Ass kaufen. Vielleicht später. Ich möchte mir die anderen Sachen nochmal anschauen. Natürlich. Nicht die menschliche Panzerung anzeigen. Haben sollte. Okay. Wollen wir mal sehen. Schwerkroganer, Mittelschwerturianer. Mittelschwerturianer. Kosten 36.750. Alter, wir haben nicht so viel. Ey, das ist doch hart hier, ey. Mein Gott. Wir können uns überhaupt nichts leisten. Sollte nicht neben Fahrstuhl das Büro sein? Oder gibt es ja noch einen anderen Fahrstuhl? Der Typ da ist auch grün. Ja, wahrscheinlich, weil der für uns eine Mission hätte. Die wir aber nicht annehmen werden. Wir werden nicht anfangen zu schmuggeln jetzt. Wäre noch schöner. Wenn wir jetzt auch noch kriminell werden hier, ey. Was haben wir hier? Also ein Fitnessgerät. Was haben wir da? Ach, diese Parasini. Wie kann ich Ihnen helfen? Wo ist Anolais? Ich möchte mit Anolais reden. Einen Moment bitte. Mr. Anolais? Ja, was? Was? Commander Shepard möchte Sie sehen, Sir. Gut, okay, kommen Sie rein. Alles klar. Schönes Büro. Sie werden verzeihen, dass ich nicht aufstehe. Ich habe keine Zeit, Flüchtlinge von diesem Schandfleck namens Erde zu unterhalten. Ich bin ein Spectre. Ich bin als Spectre hier, nicht als Mensch. Vergessen Sie das nicht. Seien Sie versichert, dass mir das völlig klar ist. Dieser Empfang ist reine Höflichkeit. Ich werde nur so weit kooperieren, wie es die Direktoren verlangen. Unternehmen kommen hierher, um vor dem galaktischen Gesetz nicht aufzufallen. Ich bin auf einer Mission. Ich führe eine Untersuchung durch. Das ist eine Sache der galaktischen Sicherheit. Ist es das nicht immer? Ich lasse nicht zu, dass Sie einen unserer Klienten belästigen. Diese Welt ist Privatbesitz. Uphold bat mich zu schmuggeln. Uphold will, dass ich ein Paket durch die Sicherheit schmuggle. Ich brauche mehr, um etwas unternehmen zu können. Bringen Sie mir, was er schmuggelt, dann kann ich handeln. Okay.
Werden Sie ihn verhaften? Werden Sie ihn verhaften? Prozesse werden hier nicht gern gesehen. Sie machen die Aktionäre nervös. Okay. Wahrscheinlich lassen wir ihn einfach laufen. Natürlich kommt er bei den Firmen hier auf die schwarze Liste. Okay, ich komme später wieder. Ich kümmere mich darum und melde mich später bei Ihnen. Ich weiß Ihren Bericht zu schätzen. Ich bin schon weg. Gut. Okay. Alles klar, das heißt, wir müssen zu Opold gehen. Ist nicht der Einzige, der einen passt. Sie haben noch nie für ein Unternehmen gearbeitet, was, Commander? Bürokratie kann man nicht mit Gewalt bezwingen. Das sehe ich. Sieht ganz danach aus. Ich brauche eine Alternative. Okay. Reden Sie mit Lorik Keen. Den finden Sie an der Hotelbar. Mehr kann ich nicht sagen. Nicht in Hörweite von Mr. Anoulis. Auf Wiedersehen. Wir reden später weiter. Lorik Keen. Alles klar. Okay, aber wir wollen jetzt erstmal Opold anquatschen und schauen, was er schmuggeln will. Und dann gehen wir zu Alunay. Oder Alunay ist da. Dann wollen wir mal sehen. Ja, das sind immer diese Spielereien im Spiel. Man muss manchmal gucken, dass man irgendwie weiterkommt. So. Haben Sie über die Bitte von dieser Person nachgedacht? Was ist das für ein Job? Erzählen Sie mir nochmal von dem Job. Okay. Diese Person hat für einen Kunden einen besonderen Gegenstand besorgt, der auf der Station allerdings verboten ist. Aber Sie könnten ihn durch den Zoll bringen. Sie wollen meinen Status für einen Schmuggel ausnutzen. Das ist nicht inkorrekt. Ich tue es. Ich habe kein Problem damit. Diese Person dankt dem Spectre untertänigst. Das Paket wird zu ihrem Schiff gebracht. Sie müssen es dieser Person bloßbringen. Okay. Bitte erwähnen Sie das vor Administrator Anoulis nicht. Er würde sonst nur Gebühren erheben. Kann diese Person Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Auf Wiedersehen. Ich schaue mich nur mal um. So, das diese Paket ist auf unserem Schiff. Gut, dann gehen wir jetzt zu diesem Alunays und wollen mal sehen, was der jetzt dazu sagt. Ich hoffe, der gibt uns jetzt und hilft uns jetzt irgendwie. Wir brauchen nämlich irgendwie einen Freifahrtschein, um durch die Kontrolle zu kommen, damit wir nach draußen gelangen. Um zu Venezia zu gelangen. Matrinarchen heißt dieses, glaube ich, ne? So. Sind Sie hier, um Ihr Opols Paket zu geben? Untersuchen. Müssen wir das erst abholen von unserem Schiff oder was? Ein bisschen nervig. Untersuchen. Saren. Machen Sie Geschäfte mit Saren? Agent Saren, einer Ihrer Spectre-Kameraden? Er ist kein Spectre mehr. Er ist einer der Hauptinvestoren von Binhex, einer Grundfeste von Noveria. Entwickelt er hier Waffen? Entwickelt Binhex für ihn neue Waffen? Das wäre angesichts seiner Interessen durchaus möglich. Was unsere Klienten in ihren Labors tun, ist ihre Sache. Venezia. Ich hörte, dass eine Asari-Matriarchin hier sei. Venezia? Sie traf vor einigen Tagen ein, zusammen mit einer Eskorte und etwas Frachtgut. Jetzt ist sie auf Gipfel 15. Okay. Warum ist sie hier? Was hat sie hierher geführt? Wenn ich es wüsste, dürfte ich es Ihnen nicht sagen. Sie kam als Agent Sarens Vollstreckerin hierher. Sie ist im Auftrag von Binhex hier. Es gab Probleme auf Gipfel 15, um die sich Saren kümmern muss. Okay, ich muss sie sehen. Ich muss sie sofort sehen. Das geht leider nicht. Gipfel 15 ist eine private Einrichtung in den Skadi-Bergen. Außerdem tobt dort gerade ein Schneesturm. Die Shuttles können nicht fliegen und alle Wege sind unpassierbar. Dann fahren wir. Haben Sie Wege gesagt? Unpassierbar, sagte ich. Die Straßen sind nicht zum Reisen geeignet. Machen Sie es nicht schwerer, als es ist, Shepard. Vergessen Sie ihn, Commander. Wenn er nicht mitspielen will, suchen wir uns jemand anderen. Okay. Ich habe momentan keine weiteren Fragen. Gut. Ach, warte mal. Ich erhielt in der Zwischenzeit ein Dutzend dringende Nachrichten. Da war noch eine... Sind Sie hier, um Ihr Opols Paket zu geben? Ich mach nochmal das hier. Ich hörte, dass eine Asari-Material... Sie traf vor einigen Tagen. Okay. Was für... Ach so, das war was für Frachtgut. Okay, alles klar. Ich habe momentan keine weiteren... Ich dachte, es ging jetzt um... die Fracht, die wir bekommen haben von diesem Opolter. Na toll. Jetzt haben wir das Ding auf unserem Schiff und... Hä? Müssen wir jetzt zur Normandy gehen und das abholen, oder was?
Das ist doch immer so weit weg, ne? Wenn ich es gelaufen wäre. Dass er nicht schneller laufen kann. Wie im Kampf. Da kann er auf einmal, da kann er sprinten, weißt du? Hier joggt er so vor sich hin. Ach nee. Und das ist schon der. Ich halte den Laufknopf schon gedrückt. Ansonsten würde er nur hier durch die Gegend steppen. Wie so ein Urlauber. Ach Mensch. Der Commander, ne? Der Commander. Aber mal schauen, ob wir das Ding jetzt hier einsammeln können. Frage ist, kriegen wir das direkt, wenn wir zur Normandie gehen, oder bekommen wir das erst später? Irgendwie müssen wir da vielleicht irgendwo anders noch hin. Keine Ahnung, vielleicht in den Frachtraum des Schiffes oder so. Obwohl, wirklich schneller laufen tut er auch nicht, ne? Auch wenn man laufen gedrückt hält, so. Ah, Opols Paket, da hinten ist es. Alles klar. Einsammeln. Wir haben's. Warte mal, können wir irgendwie gucken, was da drin ist? Tagebuch? Noveria-Schmuggel? Paket zurückbringen. Sie haben Opols Paket geholt. Es scheint ein leistungsfähiges, experimentelles Waffen-Upgrade zu sein. Bringen Sie es ihm. Wenn wir es ihm bringen, wäre es ja aber, glaube ich, eher böse, oder? Als gut. Ja, was machen wir? Scheißen wir ihn jetzt an oder scheißen wir ihn nicht an? Wenn es ein leistungsfähiges Waffen-Upgrade ist, wäre es ja eigentlich auch nicht gerade so unnütz, das selber zu behalten. Vielleicht wenn wir es ihm geben. Aber wir sind ja, eigentlich sind wir gut. Wir sind gut. Wir spielen immer gut. Also meistens. Wir sollten das schon diesem Alunay geben. Ja, komm. Das geben wir ihm noch schnell. Und dann machen wir uns auf den Weg in die Bar. Zu diesem Quinn, oder wie der heißt, da? Das war ja der Tipp von dieser Parisini, oder wie die hieß? Die Sekretärin von dem. Tja. Vielleicht ist das ja unser Freifahrtschein, hier durchzukommen. Wer weiß. Safe Sicherheit, aha. Ja, ganz komisch. Safe Sicherheit. Bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen. So. Das sind aber irgendwelche Fitnessgeräte hier, ne? Mann, ey. So, rumlaufen. Einmal quer durch. Gianna Parasini, okay. Jetzt gehen wir zu Alunay. Und dann wollen wir mal sehen. Sind Sie hier, um Ihr Opols Paket zu geben? Habe es noch nicht. Lügen. Ich habe es noch nicht. Warum belästigen Sie mich dann? Ah, hier ist Opols Paket. Ich habe das Paket, das ich für Opol schmuggeln sollte. Okay. Ich bin kein Waffenexperte, aber dies scheint ein fortschrittliches Gerät zu sein. Wurde bestimmt geschmuggelt. Gut, dass es den Käufer gar nicht erst erreicht hat. Reden wir über die Belohnung. Wie dankbar sind Sie? Ich kann Ihnen 200 Credits und einen Pass geben, mit dem Sie Hanshan verlassen können. Aber natürlich nur, wenn wir uns vorher einig sind. Sie können Gipfel 15 aufsuchen und mit Lady Benesia reden. Wenn Sie Ärger machen oder man Sie bittet zu gehen, dann werden Sie diese Welt verlassen. Scheiße, wir haben die Zusatzoption hier noch nicht. Danke. Danke für Ihre Hilfe, Mr. Anoles. Wenn das alles war, würde ich gern wieder an die Arbeit gehen. Auf Wiedersehen. Ich bin schon weg. Gut. Okay. Ich erhielt in der Zwischenzeit ein... Wir haben den Pass erhalten. Wie kann ich Ihnen helfen? Untersuchen. Okay. Im Moment nicht. Danke. In Ordnung. Alles klar, dieses Lori Quinn-Ding brauchen wir dann also wohl gar nicht mehr, so wie es scheint. Weil wir haben ja den Pass, um das Gebiet zu verlassen. Ja, wir haben ja diesen... Ja, keine Ahnung, was für eine Qualle da oben war, haben wir ja verraten. Was heißt verraten? Eigentlich haben wir das Richtige getan, ja? Um mal ganz ehrlich zu sein. Also wirklich jetzt. So, anquatschen tun wir den nicht lieber nochmal, das könnte ein bisschen peinlich sein. So, scheint, wir müssen hier unten lang. So, was haben wir hier? Hier geht's lang. Safe Sicherheit. Da oben rechts ist ein Fahrstuhl. Aber hier scheint eine Garage zu sein oder sowas. Mal lang gehen. Ha! Okay, ich glaube, wir müssen hier lang. Das sieht doch ganz gut aus.
Ja. Türsteuerung. Hier können wir raus. Da ist der Marco, den wir brauchen. Ah, hier können wir also den Raumhafen verlassen. Freunde, aber das und Gipfel 15 sehen wir erst in der nächsten Folge von Mass Effect. Freunde, das war's auch schon wieder mit Mass Effect. Wir haben Noveria erreicht und haben, ja, uns den Pass, um den Raumhafen zu verlassen, auch ruckzuck besorgt. Mit einer eigentlich ja doch, ich finde, recht gerechten Methode. Also gut, wir haben den Händler ein bisschen angeschissen. Aber ganz ehrlich, wir haben nur das Richtige getan. Hätten wir es geschmuggelt ihm gegeben, hätten wir vielleicht davon Nutzen gehabt, aber eigentlich ist das ja nicht richtig gewesen. Wir haben es meiner Meinung nach richtig gemacht. Wir haben den Pass, wir können jetzt zu Gipfel 15... und damit uns dann auch auf den Weg machen zu Matrinarchen Venesia, der Mutter von Liara Tissone. Mal sehen, was die zu melden hat, ob die irgendwelche Infos hat wegen Saren und ob wir ihn vielleicht selber treffen. Ich weiß es nicht, aber wir finden es heraus. Also, bleibt dran, haut rein, bis morgen, euer Jardi. Ciao.